nennt man einen Zahnbruch, was ich da drinnen gehabt habe. Ja. Okay. Die Ritzeln sind beschädigt. Das heißt, die einzelnen Stiftel werden nicht mehr. Ja, deswegen haben sie auch nicht. Sie haben nur einmal sperren können, gell? Ja. Genau. Nein, zweimal war zugesperrt. Aber einmal aufsperren. Einmal hat er aufgesperrt, ja. Gut. Nur halt. Das hätte der Kollege ahnen müssen. Er hat von einem Fallenbruch gesprochen. Von einem Fallenbruch? Ja. Aber die Falle hat ja nichts abgekriegt. Hat er gesagt? Wenn dann ein Zahnritzelbruch. Okay. Würde ich einmal meinen. Ja, da hätte man sich einiges ersparen können eigentlich an die Feuerwehr. Und wenn er ein bisschen besser arbeitet hätte. Eigentlich braucht man, okay, in dem Fall erspart man sich einiges von Ding, man hätte vielleicht nur den Beschlag beschädigen müssen, ja. Ist nicht jetzt das Ganze vom Preis her. Und hier auffräsen. Man kommt direkt dann zu der Mechanismus. Dann hätte man ruhig fädeln können. Dann hätte man die Bolzen, die ganzen Mehrfachverriegelungsschlösser, das Ganze schön raus abbauen, rausnehmen und händisch natürlich entriegeln. Das wäre von den Kosten her, wäre man auch ziemlich unter dem jetzigen Betrag geblieben. Und da sehen Sie ja, also durch die Feuerwehr natürlich ist das Türstock auch mitgegangen. Ja. Und wir schauen halt, wie weit wir da so, und jetzt abschließend meine Tipps, die ich euch mitgeben möchte, für den Fall, dass ihr irgendwo mal in der Nacht vor einer verschlossenen Tür steht und Hilfe braucht. Erstens, niemals den Ersten im Google-Ranking anrufen. Niemals. Zweitens, klingt komisch, ist aber so, ruft die Polizei an. Die Polizei gibt euch dann einen Namen und eine Nummer von einem vertrauenswürdigen Schlosser. Die arbeiten mit Schlossern zusammen, die ehrlich sind und die auch wissen, was sie tun. Und die dritte Möglichkeit ist, googelt nach der Innung der Schlosser. Bei der Innung, die haben auch einen 24-Stunden-Service und da könnt ihr anrufen und die vermitteln euch auch seriöse Schlosser, die euch dann helfen können.